Nichts weniger als das Ende der Welt, wie wir sie kennen, wurde prophezeit, zumindest hier im Westen, als Donald Trump ins Weiße Haus kam. Da sitzt er nun seit 100 Tagen. Und kein Handelskrieg gegen Deutschland, keine Mauer zu Mexiko, dafür Bomben auf Syrien. Und Nordkorea ist wieder auf der Achse des Bösen. Ist Donald Trump am Ende nur ein ganz normaler US-Präsident und vielleicht auch deshalb ein Heilmittel gegen die Rechtspopulisten in Europa? Das Thema bei Sandra Maischberger. Trump, Le Pen und Co. Sind die Populisten entzaubert? Unsere Gäste. Thomas Roth, der langjährige ARD-Korrespondent, schaut mit Sorge auf die Stichwahl in Frankreich. Siegt Le Pen am Sonntag, werden wir Europa nicht wiedererkennen. Die ersten 100 Tage von Donald Trumps Amtszeit nennt er schlichtweg ein Desaster. John Kornblum, der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, hält die deutsche Kritik am US-Präsidenten für überzogen. Der Spiegelautor Markus Feldenkirchen kontert, Donald Trump ist der peinlichste, planloseste und professionellste Mann, der je dieses Amt erreicht hat. Roger Köppel, der Schweizer Politiker und Publizist, nennt die Kritik am US-Präsidenten hysterisch. Der Weltuntergang, den viele Medien durch Trump haben kommen sehen, ist ausgeblieben. Die ARD-Börsenexpertin Anja Kohl bezweifelt, dass die Trump-Euphorie an den Börsen noch lange anhält. Und Gregor Gysi, der Chef der Europäischen Linken, appelliert an seine französischen Genossen, Marine Le Pen als Präsidentin zu verhindern und deshalb ihre Stimme sogar dem neoliberalen Emmanuel Macron zu geben. Guten Abend und schön, dass Sie heute bei uns sind. Tatsächlich eines kann man diesem Präsidenten im Weißen Haus nicht vorwerfen, dass er in den ersten Wochen seiner Amtszeit nicht Freund und Feind gleichermaßen beschäftigt hätte. Er düpierte Angela Merkel, als er der Kanzlerin den Handschlag verweigerte. Er beschimpfte weiter Journalisten. You are fake news. Go ahead. Er verwechselte den Irak mit Syrien. Wir haben gerade 59 Raketen in Richtung Irak abgefeuert. Sie meinen in Richtung Syrien? Ja, nach Syrien. Ist der Milliardär und Geschäftsmann mit dem Amt des US-Präsidenten überfordert? Nach 100 Tagen im Amt überrascht Donald Trump zumindest mit diesem Bekenntnis. Ich dachte, es wäre leichter. Ich dachte, es wäre leichter, Thomas. Ist das wohltuend ehrlich für einen Politiker? Also wohltuend insofern ist es auch ehrlich und genau das ist auch das Desaster. Dieser Mann hat sich überhaupt nicht vorgestellt, in was für eine Art von Amt er da hineingeht. Er dachte, er führt hier irgendeine Art von Immobiliengesellschaft. Er hat grundlegende politische Prozesse nicht verstanden und versteht es bis heute nicht. Er ist kein Demokrat. Wir haben heute den Tag der Pressefreiheit. Er sagt, die Presse ist der Feind des Volkes. Das hören wir normalerweise aus rechtsradikalen Zirkeln, inzwischen vom Leader of the Free World. Es ist ein Desaster. Er hat, glaube ich, einfach den Kern von Demokratie nicht verstanden. Und der ist in der amerikanischen Verfassung, die eine gute ist, angelegt. Die ist auf Kompromisse angelegt. Und zwar aus genau dem Grund, haben sich damals die Gründungsväter gedacht, dass ein Typ wie er eben nicht die ganze Macht bekommen kann. Und er ist, wenn er dadurch nicht aufgehalten wird, tatsächlich ein gefährlicher Präsident, ohne Frage. Ein gefährlicher, Herr Gysi, also Ehrlichkeit kann man das nennen oder eben Naivität. Wie beurteilen Sie das, dass jemand dahergeht und sagt, ich habe es mir gar nicht so kompliziert vorgestellt? Also ich würde auch von einem Desaster sprechen. Ich glaube, der ist psychisch leicht gestört und müsste behandelt werden. Ich kenne solche Leute, der leidet unter Minderwertigkeitskomplexen. Das können Sie aus der Entfernung erkennen? Ja, ich hatte schon solche Mandanten, wissen Sie. Und die kompensieren das dann in anderer Form. Und zwar gerade durch eine besondere Lautstärke etc., um bestimmte Komplexe loszuwerden. Aber abgesehen davon hatte er natürlich eine falsche Vorstellung. Er dachte, er ist wirklich Präsident. Also er kann so machen, was er will, dachte er. Er ist der Chef von das Ganze. Jetzt merkt er, da gibt es eine Justiz, die ihn bremst. Es gibt einen Apparat, der ihn bremst. Er ändert ja auch seine Meinung zum Teil täglich. Wissen Sie, was das eigentlich gefährlich ist? Er ist unberechenbar. Und damit kann man ganz schwer umgehen. Ob jemand reaktionär ist oder fortschrittlich, der ist dann immer berechenbar. Du weißt so, in welche Richtung er denkt und geht. Das ist bei ihm nicht möglich. Und ich würde es nicht unterschätzen. Herr Feldenkirchen, also der Spiegel war das Magazin, das tatsächlich mit den Titeln am radikalsten Position bezogen hat. Also Sie haben ihn den gefährlichsten Mann der Welt genannt. Sie haben ihn gezeigt, wie er eben der Freiheitsstatue den Kopf abhackt oder wie er eben als eine Supernova die Welt verschlingt. Ist der tatsächlich der gefährlichste oder ist er einfach nur lächerlich?
Es kann ja manchmal auch beides zusammenkommen. An seinen Absichten, weshalb auch diese Titelbilder entstanden sind, gibt es ja keinen Zweifel, die sind dokumentiert. Die hat er gesagt. Was wir konstatieren können, ist, dass wohl niemand damit gerechnet hat, wie unvorbereitet, wie ignorant, auch mit wie wenig Kenntnis für den demokratischen Prozess in den USA er in dieses Amt gekommen ist. Da kann man jetzt draus schließen, die ersten 100 Tage sind ein Erfolg, weil er sehr vieles von dem, was er angekündigt hat, nicht umsetzen konnte. Das heißt, er hat es einfach noch nicht geschafft. Ja, und was wir in diesen Wochen, diesen ersten 100 Tagen glücklicherweise auch erleben, ist eine Art Revitalisierung der amerikanischen Demokratie. Da gehen müde, auch an der Demokratie in irgendeiner Form überdrüssige Bürger wieder auf die Straße. Mhm. Da läuft die amerikanische Presse zur Hochform auf, indem sie recherchiert, so emsig, so gut wie in all den Jahren nicht mehr. Übrigens auch die privaten amerikanischen Fernsehsender, die natürlich Trump im Wahlkampf eine Bühne geboten haben, weil er Quote gebracht hat, weil diese Sender rein auf Quote angewiesen sind, haben sie alle seine Kundgebungen live übertragen. Ich glaube, das hat vielen in den USA zu denken gegeben und die Reaktion ist durchaus erfreulich. Für Sie ermutigend, Herr Köppel, Sie gehören zu denen, die auch in Editorial ja sich bekannt haben dazu, dass sie sich gefreut haben in dieser Wahlnacht. Sie schreiben, sie haben tanzend, die Faust ballend, sind sie durchs Büro getanzt und jedes Mal, wenn nochmal dann die Hochrechnung für Trump war, haben sie gesagt, ja, jetzt ist das ein Mann, der Syrien mit dem Irak verwechselt und zwar nachdem er Syrien bombardiert hat. Ist Ihnen das peinlich? Nein, überhaupt nicht. Und Sie müssen das vollständig zitieren. Ich bin nicht pro Trump. Ich bin pro Schweiz. Aber ich bin dezidiert und fundiert anti-Trump. Und was mich fasziniert hat in dieser Wahlnacht, was mich fasziniert hat, war die Tatsache, dass die Amerikaner, die Wähler, ungeachtet dieser weltweiten Anti-Kampagne, die ja immer noch andauert. Die Leute sind ja noch immer, auch diese Runde ist noch nicht drüber hinweggekommen, dass Trump demokratisch gewählt wurde. Trotzdem haben die Amerikaner gesagt, und das, Herr Roth, ist urdemokratisch. Die Amerikaner haben gesagt, wir hatten den Anti-Bush-Obama, jetzt wollen wir den Anti-Obama-Trump. Wir wollen eine Alternative, wir wollen etwas anderes, wir wollen einen Wechsel. Und das ist Demokratie, Herr Roth. So, ja, Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Das muss man einfach einmal ernst nehmen. Ja. Und ich finde es eben interessant, dass die Amerikaner, wenn Sie diese Titelbilder anschauen, das ist ja für mich fast schon ein Trump-Verblödungssyndrom, das wir hier sehen. Also dass quasi derartig die Maßstäbe durcheinander gehen. Aber die Amerikaner haben sich nicht beirren lassen. Sie haben gesagt, nein, wir wollen einen Wechsel. Wir wollen nicht diese sterile, linksetatistisch, gutmenschliche PC-Politik von Frau Clinton. Wir wollen was anderes. Das ist Demokratie, Freunde. Das ist Demokratie. Darf ich noch mal ganz kurz die Frage wiederholen, die am Ende, und dann dürfen Sie streiten. Ist es Ihnen peinlich, dass Sie trotzdem dann in dieser Wahlnacht gejubelt haben für einen Mann, der, und ich jetzt wiederhole es nochmal, der Syrien mit dem Irak verwechselt, und zwar nachdem er es bombardiert hat? Weil dass amerikanische Präsidenten manchmal durcheinander kommen, ist das eine. Aber jetzt verdrehen Sie das ganze Ding. Noch einmal, ich habe mich sehr gefreut, dass die Amerikaner den Mut zu dieser Alternative hatten. Aber Trump, da gebe ich mit Ihnen eine Meinung. Trump muss man kritisch sehen. Ah, okay. Aber diese Titelbilder zeigen doch, dass die es eigentlich am wenigsten begriffen haben, sind die Journalisten und insbesondere der von mir geschätzte Spiegel. Schauen Sie sich doch das an, Herr Feldenkirchen. Sie sind ein differenzierter Mann. Die Freiheitsstatue wurde nicht geköpft. Der Weltuntergang hat nicht stattgefunden. Die Supernova hat die Welt noch nicht verschlungen. Euch sind die Sicherungen durchgebrannt. Nein. Entschuldigung. Und jetzt rudert ihr zurück und stellt fest, er ist ein Diktator und jetzt ist er doch kein Diktator. Auch wenn Sie es sich vielleicht nicht vorstellen können. Dieser Grundvorwurf,
dass jeder, der Trump kritisiert, die demokratische Wahl nicht akzeptierte, das ist erfunden. Ja, aber niemand, ja, das ist keine Kritik daran, dass es keine Demokratie. Schauen Sie, dort wird ein Symbol geköpft, die Freiheitsstatue. Symbol dafür. Ja, hören Sie zu, ich erkläre es Ihnen. Das Symbol dafür, dass Amerika eine liberale Demokratie ist und ein Einwanderungsland, was den Armen und Geknechteten der Welt Zuflucht bietet. Donald Trump möchte all das nicht. Wenn es Gerichte gibt in den USA, die den rassistisch motivierten Einwanderungsstopp gestoppt haben, dann bin ich froh, dass die Demokratie in Amerika noch so funktioniert, dass er dort zumindest vorerst ausgebremst wird. Warnen ist nichts Schlimmes. Es gibt in der Demokratie oft den Fall, dass man erst zu spät merkt, was dort über demokratischem Wege geschehen ist. Herr Köppel, Sie sind doch selbst Politiker. Wenn Sie sehen, dass ein Präsident schlicht und einfach keine Ahnung hat vom demokratischen Prozess, Belgien ist für ihn eine Stadt. Ich meine, machen Sie auf dieser Grundlage Politik? Oder würden Sie sich wünschen, dass Sie auf besserer sachlicher Grundlage Politik machen? Vor allem er. Es geht ja da nicht um die Schweiz. Soll immer um die Schweiz gehen, um Gottes Willen. Aber da geht es um die angesprochen. Jetzt bin ich angesprochen. Ich finde es immer charmant, wenn Deutsche einem Schweizer die Demokratie erklären. Ich bin also auch ein Demokrat. Aber ich sage Ihnen etwas, noch einmal, ihr müsst euch damit abfinden, dass Trump demokratisch gewählt wurde. Er hat nicht die Einwanderung. Entschuldigung, warte mal, ich kann mal ausreden. Herr Feldenkirchen. Niemand bestreitet, Herr dass er demokratisch ist. Lassen Sie mich auch ausreden. Lassen Sie mich schnell ausreden. Nein, aber Herr Feldenkirchen, Sie kennen die USA. Sie können nach wie vor frei in die Vereinigten Staaten einwandern. Was Trump gesagt hat, er hat gesagt, ich will die illegale Migration von Menschen und Drogen aus Mexiko stoppen. Das ist doch völlig vernünftig. Ich möchte radikale islamistische Gefahr bannen durch stärkere Grenzkontrollen. Das ist doch keine extremistische Forderung. Ist vielleicht keine linke Forderung. Deshalb gefällt sie Ihnen vielleicht nicht. Aber es ist eine bürgerliche Forderung. Das wird völlig übertrieben. Warum Unterstellungen, wenn es auch mit Fakten geht? Darf ich ganz kurz auch diejenigen, die noch nichts gesagt haben, einbeziehen? Erst einmal Herrn Kornblum und ihn fragen. Also Sie sind ja kein Republikaner. Es ist kein Geheimnis, dass Sie eigentlich Hillary Clinton für die bessere Präsidentin gehalten hätten. Trotzdem, wenn jetzt hier Herr Feldenkirchen zum Beispiel auch öffentlich sagt, das ist der peinlichste, planloseste und unprofessionellste Mann, der das Amt je erreicht hat. Ist der verblendet oder ist das Kritik an einem Mann, den man kritisieren kann? Na, erstens kann ich sagen, dass ich in dieser Sendung nicht enttäuscht worden bin. Ich habe Weltuntergangsstimmung erwartet. Okay. Und Ihre Gäste haben in voller und puller Weltuntergangsstimme verbreitet. Eine Weltuntergangsstimmung, die ich lebe seit 50 Jahren in diesem Land. Und diese Weltuntergangsstimmung habe ich nur alle 2-3 Jahre erlebt. Meistens hat es mit Amerika zu tun, meistens hat es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun. Trump ist nicht mein Bier, wie man sagen würde, aber er ist der Präsident, der ist demokratisch gewählt. Man darf nicht sagen, nie vergessen, er hat 17 andere Republikaner zuerst besiegt. Ja. Und er ist, wie gesagt, nicht mein Geschmack, aber er wird das aushalten. Und Sie werden sehen, dass die Vereinigten Staaten am Ende ihre Revolution haben durchgemacht und wir werden stärker sein als vorher. Aber das Problem ist, und wie gesagt, ich bin hier nicht enttäuscht worden, jedes Mal, wenn es eine solche Entwicklung gibt, die Normal Suspects, wie wir sagen, die deutsche Presse vor allem, sagen Weltuntergangsstimmung, der ist schlimm, der ist der Dümmste, der ist der Gefährlichste, der ist der Schrecklichste, etc. etc. Und wenn man sich so auf Trump konzentriert, vergisst man die richtige Entwicklung, die stattfindet. Und das ist eine gewaltige, zerstörerische Revolution, die durch Digitalisierung, durch Globalisierung, diese Revolution erfasst Europa genauso viel wie Nordamerika. Und wenn die Europäer hier sitzen und sagen, oh Trump, was für ein schwieriger Mensch, was für ein unmöglicher Mensch, wird man vergessen, dass die ganzen Prozesse hier stattfinden. Und es ist sehr leicht, immer die Schuld auf Amerika zu tun. Das ist fast ihr Berufsbild, das zu tun. Aber die Tatsache ist, dass die Entwicklungen in Amerika sehr dynamisch sind, eigentlich in die richtige Richtung gehen. Und Trump, wie gesagt, ich wünschte, Trump wäre nicht Präsident. Aber man macht sich wirklich was vor, wenn man meint, dass
man alles durch Trump erklären kann. Und die Titelseiten beim Spiegel waren unter aller Würde, muss ich sagen. Unter aller Würde. Frau Kohl, Sie sind für Wirtschaft und für Börsen zuständig und nicht unbedingt für Zeitungstitel. Und trotzdem haben Sie das Gefühl, es gibt in diesem Präsidenten etwas, was außerhalb des angenommenen und auch faktischen normalen Anti-Amerikanismus ist, den Don Kornblum meint, wenn er sagt, wir Deutschen kritisieren zu stark und zwar immer den amerikanischen Präsidenten und sind zu hysterisch. Haben Sie einen Wahlkämpfer erlebt, bei dem Sie meinen, das hat auch damit was zu tun? Ich meine, er hat ja mächtig getönt, er hat mächtig verletzt, er hat Grenzen überschritten wie kein anderer vor ihm in einem Wahlkampf, jedenfalls das, was wir alle in Erinnerung haben. Und insofern hat das natürlich für wahnsinnige Aufmerksamkeit gesorgt und an den Börsen letztendlich hat er eine Bewegung ausgelöst, weil er gesagt hat, ich mache wirtschaftspolitisch einiges ganz anders als andere vor mir. Mhm. Und das ist im Moment aber noch kein Plan, das sind rudimentäre Vorstellungen, aber hat angedeutet, ein Konjunkturprogramm zu machen in Milliardenhöhe, Steuern zu senken, wie lange nicht gesehen und die Märkte und das heißt auch die Banken wieder zu deregulieren. Ja. Und bisher ist wenig gekommen und das heißt, diese Zeit der Vorschusslorbeeren, die läuft jetzt allmählich aus. Was jetzt angedacht worden ist und da kommt jetzt so ein bisschen mehr dahinter, ist eine gigantische Steuersenkung, die die Unternehmen entlastet. Auf die wir noch zu sprechen kommen. Auf die wir zu sprechen kommen. Und wenn Amerika da wirklich willens ist, das heißt auch der Kongress, ohne den er ja keine maßgebliche Maßnahme verabschieden kann, dann kann da ordentlich was in Bewegung kommen. Also man muss ihn jetzt messen an dem, was er tut und nicht mehr nur an dem, was er gesagt hat. Und trotzdem nur eine kleine Detailfrage unter uns Frauen. Glauben Sie, das, was Ivankas Trump sagt, seine Tochter, der Mann ist ein Feminist? Das ist eigentlich nichts, was mich jetzt wirklich interessiert in dem Sinne. Also dann vergessen Sie, wir streichen die Frage aus dem Protokoll. Und sehr gerne. Also es war absolut frauenfeindlich, die Äußerungen, die er von sich gegeben hat. Und das ist jenseits jeder Diskussion meines Erachtens für jeden, der bestimmte Werte vertritt. Und ob er Mann ist oder ob er Frau ist. Und insofern war das weit drüber einfach. Herr Gysi, der Weltuntergang ist ausgeblieben. Zeit also für Entwarnung? Nein, es hat ja auch niemand geglaubt, dass in 100 Tagen der Weltuntergang stattfindet. Das glaube ich auch für die nächsten 100 Tage nicht. Aber wir werden entscheidende Veränderungen erleben. Und der Köppel hat natürlich eine bestimmte Nähe zu ihm und verteidigt ihn dann auf so einen Umweg. Dass der demokratisch gewählt worden ist, hat niemand bestritten. Aber wo steht denn, dass man demokratisch gewählte Leute nicht kritisieren darf? Also das verstehe ich nun überhaupt nicht. Das gehört ja gerade zur Demokratie. Und dass man sich auch was anderes wünscht. Ich sehe ja auch eine positive Entwicklung. So ein Mann wie Sanders, der sich ja demokratischer Sozialist nennt, jetzt das egal, ob er wirklich einer ist oder nicht. Clinton, ja, der ich weiß. Nicht Kandidat geworden ist. Ja, aber er lag sehr gut. Und ein bisschen geschummelt haben die Demokraten auch noch. Aber das lasse ich mal weg. Das Interessante ist, früher hätte der nicht mal eine Kneipe gefüllt. Inzwischen füllt der Stadien. Das heißt, es gibt auch wirklich eine Gegenbewegung. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist das, worauf ich setze. Bloß, dass nichts passiert, das stimmt ja nun auch nicht. Die Justiz hat ihn gehindert, bestimmte Dinge durchzusetzen, die er längst durchgezogen hätte. Er hat die größte Bombe unterhalb der Atombombe geworfen in Afghanistan. Einfach mal so. Wissen Sie, das geht so flutsch. Und in Syrien hat er ja auch bombardiert. Erst wollten sie eine Aufklärung, dann haben sie gesagt, ach Quatsch, wir machen das ohne Aufklärung. Also wissen Sie, das sind alles schon so ganz merkwürdige Dinge. Und wirtschaftlich, Steuersenkung kann man ja fantastisch machen. Wovon bezahlt er dann den Rest? Alles über Verschuldung oder noch mehr Sozialabbau? Also da hätte ich gerne Auskünfte. Und die Menschen wollen auch immer mehr Auskünfte. Aber wohl ist mir bei alledem nicht. Ich habe gesagt, er ist unberechenbar. Ein Beispiel, ich meine, das ist geradezu lächerlich. Da sagt er in einem Interview, es ist ihm eine große Ehre, wenn Kim Jong-un ihn empfangen will. Und am Abend muss das Weiße Haus sagen, dann ist es ja nicht so gemeint. Also der Besuch wird jetzt auch nicht stattfinden. Mein Gott, also sowas weiß man doch, wie man sowas ausdrückt. Ich bitte so, Sie. Wir steigen ein in die Details tatsächlich dieser Bilanz. 100 Tagen, da gibt es einige, die sagen, nämlich die Kritiker, das ist eine magere Bilanz. Donald Trump sieht das ganz anders. My fellow Americans. Ich glaube wirklich, dass diese ersten 100 Tage meiner Regierung so ziemlich die erfolgreichsten in der Geschichte unseres Landes waren. Eigenlob ist ihm nicht fremd. Doch was genau hat Trump von seinen umstrittenen Versprechen umgesetzt? Im Wahlkampf das große Thema: eine Mauer entlang der Grenze zu Mexiko. Mexiko wird für diese Mauer bezahlen. Der US-Kongress verweigert die Finanzierung. Trump muss die Pläne vorerst auf Eis legen.
Obamas Gesundheitsreform sollte abgeschafft werden. Obamacare ist eine Katastrophe. Auch hier scheitert Trump am Kongress, trotz Mehrheit der Republikaner. Schon im Wahlkampf drohte er mit anti-islamischen Parolen. Donald J. Trump fordert ein totales Einreiseverbot von Muslimen in die Vereinigten Staaten. Kaum im Amt will Trump per Dekret ein Einreiseverbot für Bürger aus 7 muslimischen Staaten durchsetzen. Richter stoppen seine Pläne. Dieses Wahlkampfversprechen aber konnte er umsetzen. Mit einem Dekret, das die amerikanische Kohleindustrie stärken soll, stoppte er einen wichtigen Teil von Obamas Klimaschutzpolitik. Und vor wenigen Tagen kündigt er radikale Steuersenkungen an. Was davon allerdings umgesetzt wird, ist offen. Thomas, Sie sagen, diese ersten 100 Tage sind ein Desaster. Dabei würde man ja jetzt annehmen können, Sie würden sich freuen, dass der gescheitert ist. Ist der für Sie gescheitert in seinen wichtigsten Vorhaben? Wie ich finde, leider noch im Amt. Ich hoffe, er geht in absehbarer Zeit auf ganz viele Golfplätze dieser Welt und übt dort viel Aktivität aus. Ich finde, der Film hat das ganz gut gezeigt. Dieser Mann ist inkompetent. Er hat nichts erreicht von dem, was er sich vorgenommen hat. Mit einer für mich verstörenden Grandiosität lügt er die Leute an, indem er sagt, das waren die tollsten 100 Tage, meine Worte jetzt, der Geschichte in den USA. Das ist doch eine alternative Wahrheit, habe ich gesagt. Ich schätze Sie außerordentlich, aber die Diskussion, die wir hier führen, wird ja in Amerika auch geführt. Viele meiner amerikanischen Freunde, die nicht anti-amerikanisch sind, wie ich übrigens auch nicht. Ich übrigens auch nicht. Ich verreise gerne in die USA. Insofern finde ich, ist es ganz legitim, wenn man diese desaströse Bilanz sich anschaut. Es ist ja nicht der Nationalrat der Schweiz, es ist auch nicht Berlusconi von Italien, es ist der mächtigste Mann dieser Welt, der sitzt auf einem Atomwaffenarsenal und wird hoffentlich gebremst von allen anderen, die ihn umgeben, um auch nur zum Beispiel die Nordkorea-Krise in diese Richtung zu bringen. Das muss man sagen, ohne dass man anti-amerikanisch genannt wird. Es wird so nicht diskutiert in Amerika? Nein, erstens, ich habe nicht gesagt, dass irgendjemand hier anti-amerikanisch ist. Das Wort sollen wir vergessen. Verzeihung? Was ich gesagt habe, ist, dass man sich aufregen lässt, sehr schnell, und die Debatte in Amerika ist ganz anders. Wie denn? Es ist kritisch. Ja, sehr. Es ist auch aktiv, stimmt. Mhm. Aber es gibt keine Weltuntergangsstimmung. Und Sie bringen hier Weltuntergangsstimmung ohne Ende. Die Amerikaner sind sehr kritisch und seine Umfragewerte sind niedrig. Es gibt sehr viel Opposition, aber man weiß, dass man mitten in einer totalen gesellschaftlichen Umwälzung ist. Gut. Und das ist, was die Europäer noch nicht begriffen haben. Dasselbe passiert hier. Vielleicht möchte ich noch einen interessanten Punkt setzen. Und zwar, was dieser Film zeigt und auch jetzt die Reaktion der Journalisten in dieser Runde, ist für mich eigentlich das interessanteste Phänomen dieser Wahl. Dass nämlich die Journalisten eine derart einseitige Anti-Trump-Agenda haben. Und ich bin nicht gegen Kritik, Herr Roth, das ist nicht das Problem. Ich sage einfach, wenn Sie diese Spiegel-Titelbilder anschauen oder auch Ihre Thesen... Darf ich mal ganz kurz fragen, wo ist jetzt unser Film Anti? Nee, ich möchte gerne wissen, was zeigt dieser Film? Hat 3 gescheiterte Vorhaben und 2 nicht Lassen Sie mich doch schnell aussprechen. Nein, lasse ich nicht, weil Sie gesagt haben, dass wir hier in diesem Film zeigen, dass wir befangen sind. Nein. Sie sagen, wir sind befangen. Das möchte ich gerne an diesem Beispiel sagen. Wir haben 3 der großen Vorhaben genommen, 3 der großen Versprechen und haben 2 genommen, von denen wir sagen, da ist er nicht gescheitert. Ja. Wo ist das tendenziös? Also wenn Sie mich einladen, müssen Sie mich ausreden lassen. Absolut, wenn Sie meine Fragen beantworten. Nein, es ist eben interessant an diesem Film, dass Sie zum Beispiel etwas ausgespart haben, eine wichtige Entscheidung, nämlich die Nominierung des Richters für den Supreme Court. Das war ein gewisser Erfolg. Sie haben zweitens ausgespart, dass es Trump gelungen ist, beispielsweise an der Grenzsicherung im Süden gegenüber Mexiko, den Grenzsicherungsbehörden mehr Befugnisse zu geben, dass sie die illegale Zuwanderung stoppen können. Und vor allem haben sie ausgeblendet, dass in den USA, ich habe gerade einen Unternehmerfreund von mir getroffen, der in Atlanta letzte Woche war und einen Vortrag gehalten hat an einer Universität, dass in Amerika ein großer Optimismus herrscht,
in der Wirtschaft. Das ist eine Tatsache. Sprechen Sie mit Wirtschaftsführern. Das wird in dieser Runde, in dieser Weltuntergangsrunde von Ihnen, Entschuldigung, tendenziös ausgeblendet. So. Sie sind einfach auf dem Anti-Trump-Trip. Können Sie akzeptieren? Das nehmen Sie es doch einfach zur Kenntnis. Die Trump-Strategie, dem anderen ständig was zu unterstellen, nein, stimmt, was er nie gesagt hat. Niemand wurde, hat hier, wurde hier der Richter erwähnt? Ja, Sie, was sind denn das für Covers? Das sind warnende Covers. Jetzt sind wir mal von den Spiegelcovern weg und fragen tatsächlich nach. Sie sind doch der Experte in zuspitzenden Covers. Dass Sie sich darüber ausstreiten. Ich rege mich nicht. Ich bin eigentlich. Ich rege mich nicht auf. Ich verfolge das mit einer großen Amüsiertheit. Ich frage mich nur, was ist passiert, dass der Spiegel derart es zugelassen hat, dass von der Spiegel-Diskussion wieder zurückkommen auf die Trump-Diskussion und Frau Kohl das Wort geben, die gerade etwas eingeworfen hat. Also die Liste der Dinge, die Trump nicht geschafft hat bisher, ist weit länger als die Liste der Dinge, die er geschafft hat. Sie haben sie ziemlich alles jetzt aufgezählt. Das gilt ja für jeden amerikanischen Präsidenten. Oberster Richter, TPP gestoppt. Das hat er geschafft. Obamacare zu stoppen, hat er nicht geschafft, am Kongress gescheitert. Einreisestopp zweimal gigantisch gescheitert vor Gericht. Mauerbau nicht geschafft, weil der Kongress nicht zustimmt. Amtszeitenverlängerung der Abgeordneten versandet. Weltklimaabkommen versandet. NAFTA-Stopp versandet. Die Liste ist länger und Sie verzerren. Nein, ich verzerre nicht. Sie nehmen Sie das Beispiel Barack Obama. Barack Obama hat gesagt, ich schließe Guantanamo am ersten Tag. Er hat es nicht geschafft. Das ist jetzt wirklich Nein, Fakt. Ich sage nicht, Kritik ist okay, aber Ihre Kritik ist nicht sachlich, Ihre Kritik ist einseitig, Ihre Kritik ist einfach total übertrieben, aber Sie merken es nicht einmal. Sie hat einfach Fakten aufgezählt. Dass Sie ein solcher Fan von Trump sind, bei jeder kritischen Äußerung zu gucken Sie schon zusammen, aber nein, lassen Sie mich mal eins sagen. Ich bin ja froh, dass ihm vieles nicht gelungen ist. Es wäre ja schlimm, wenn es ihm gelungen wäre. Und darauf setze ich ja dann auch ein Stück wieder meine Hoffnung, sowohl bei der Justiz als auch bei dem Apparat, der ihn umgibt, dass sie ihn verhindern. Aber die Tochter haben sie ja gebracht. Wissen Sie, ich habe mir so überlegt, wenn wir jetzt schon hoffen müssen auf die Tochter eines Präsidenten, dass die ihm Reste von Vernunft beibringt. Ich meine, das ist doch auch eine traurige Zeit, kann ich nur sagen. Früher war uns das eher egal, wie die Töchter oder Söhne denken oder die Ehefrauen. Plötzlich wird das alles ganz wichtig. Ich sage nur eins, also mit Weltuntergang hat das alles nichts zu tun. Aber an einem Punkt haben Sie ja wirklich recht. Die Welt wird sich verändern. Die Globalisierung, Sie haben recht, die ganzen Flüchtlingsfragen, die Sie ja, glaube ich, auch mit Mauern und so Mist lösen wollen, anstatt dass wir mal begreifen, es gibt Ursachen dafür, die wir überwinden müssen. Und der Trump ist genau das Gegenteil. Verstehen Sie, er sagt, da gibt es ein Problem, ich baue eine Mauer und dann sehen wir es nicht mehr. So löst man kein einziges Problem. Wir müssen herangehen an den Hunger in der Welt, an viele andere Dinge. Ich will das alles gar nicht aufzählen. Und er trägt sozusagen dazu bei, das nicht mehr sichtbar zu machen. Nein. Das ist grottenfalsch. Die Probleme, da haben Sie recht, die kommen wirklich auf uns zu. Und in Europa ist das jetzt besonders deutlich zu spüren. Und deshalb müssen wir wirklich mal sinnvoll handeln. Da müsste der ja Sinne für Sie der Gattungsfrage. Einen wichtigen Punkt muss man hier erwähnen. Das entscheidende Faktum dieser 100 Tage ist, dass Trump gebändigt wurde. Das haben wir wohl in dieser Runde alle den Konsens. Ja. Es ist der Grund, dass Trump ist mit Krawallrhetorik im Wahlkampf aufgetreten. Jetzt rudert er natürlich zurück. Sie rudern alle zurück als Journalisten. Der Spiegeljournalist rudert gewaltig zurück. Vielleicht hat er auch die ganze Warnungen zu beigetragen. Kann ja sein, kann ja sein, kann ja sein. Aber Trump ist gebändigt worden. Und das zeigt, dass er ein normalerer Politiker ist, als Sie wahrnehmen wollen. Und ich finde einfach diese Überheblichkeit in dieser Runde, auch von Ihnen, mit Ihren psychoanalytischen Ferndiagnosen, finde ich einfach unseriös. Das ist ein gewählter Stoff. Was glauben Sie denn, die Leute, die ich kennengelernt habe, mit leichten eine Bemerkung erlauben wollen. Also, er ist gebändigt worden von Checks and Balances. Ja, heißt das, er ist sozusagen, er hat unterschätzt, dass er als Präsident eben nicht so durchregieren kann, wie er sich das vorgestellt hat. Die Journalisten haben ihm vorgeworfen, er sei ein Diktator und jetzt werfen sie ihm vor, dass er kein Diktator ist. Also das ist doch die Theorie, die Sie hier aufstellen. Das geht ja völlig absurd. Er ist kein Diktator. Wie sie immer Trump-mäßig hier auf. Herr Köppel, die Schweizer sollen doch eigentlich neutral sein. Trump, wenn nicht Ihre Meinung ist. Also nein, ich meine, so einfach geht's nicht. Darf ich bitten, dass einer nach dem anderen spricht? Ja, Herr Köppel, die Schweizer sollen doch eigentlich neutral sein. Versuchen Sie doch mal ein bisschen neutral zu sein. Ständigkeit, richtig gut. Ja, ich bin neutral hier. Ich versuche einfach etwas neutral. Neutralität in diese Runde hinein. So, Herr Feldenkirchen hat das Wort. Die neutrale Schweiz hält sich im Moment zurück. Auch nicht die Stärke. Ich denke, sehr oft an die Leute, an die Donald Trump ein sehr, sehr gutes Versprechen abgegeben hat. Er hat sich vor der Wahl hingestellt
und für seine Art und Weise fast schon poetisch formuliert, die Vergessenen der Vereinigten Staaten werden nicht länger die Vergessenen sein. Und es gibt Millionen Amerikaner, die sich durch die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte vergessen, abgehängt fühlen. Was hat Trump seither für diese Leute gemacht? Er hat zu Recht im Wahlkampf Hillary Clintons enge Verbindung mit der Wall Street kritisiert. Er hat gesagt, den Lobbyistensumpf in Washington, den müssen wir trockenlegen, zumindest reduzieren. Jetzt hat er dort ein Kabinett mit lauter Milliardären, Vertretern von Hedgefonds, von Goldman Sachs, von der Ölindustrie. Ich weiß nicht, ob das die Anwälte der abgehängten Leute sind. Das ist zum Teil eine oligarchische Struktur. Und die kompensiert er oder füllt er jetzt auch noch mit einer monarchistischen, dass nämlich die Familienmitglieder das Sagen haben. Das sind zwei sehr, sehr ungesunde Elemente. Amerika ist keine Monarchie, Herr Feldenkirchen. Entschuldigung, das ist völlig monarchistische Elemente, wenn wir auf die Tochter und deren Schwiegersohn vertrauen und der die Macht zugeschoben wird. Da könnten Sie sich ja über Regierungssysteme noch ein bisschen mehr informieren. Dann würden Sie diese Grundstruktur... Darf ich den Kern Ihres Arguments einmal noch mal an Frau Kohl weiterreichen? Tatsächlich, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also er hat in der Tat versprochen, er tut etwas für die Abgehängten, auch für die, die keinen Job haben, für die, die zu schlecht bezahlt werden. Jetzt hat er tatsächlich eine Steuerreform geplant. Das hat er, also da weiß man noch nicht, wie es ausgeht tatsächlich. Wenn Sie das für uns einschätzen, was ist geplant und für wen ist das ein Vorteil, wenn es denn so kommt? Also da hat er jetzt wirklich was auf den Tisch gelegt, was Großes werden könnte. Aber bislang ist es nur ein Entwurf, eine Seite lang. Aber da sind einige Punkte drin. Wenn der Kongress wirklich will, kann da auch für Europa und für alle anderen Beteiligten wirklich was in Schwung kommen. Im Grunde fußt es darauf, dass er sagt, nicht mehr 7 Einkommenssteuerklassen, sondern nur noch 3, 10, 25, 35%. Wir hatten mal einen Professor in Deutschland, der so was... Ja, ein bisschen anders, aber zumindest sehr stark vereinfacht. Ja. Und der Kernpunkt aber ist, dass er die Unternehmenssteuern senken will von 35 auf 15%. Und das Interessante dabei ist, dass er es machen will auch für Unternehmen, die in Amerika Pass-Through-Unternehmen heißen. Das heißt, das sind viele kleine Unternehmen, wo die Einnahmen im Wesentlichen das Einkommen der Gesellschafter und der Eigentümer darstellen. Das können sein Taxifahrer, das können sein Handwerksbetriebe, Ärzte, Anwälte oder Immobilienunternehmer wie Herr Trump oder Hedgefonds oder Private Equity Fonds. Wenn er das runterdrückt von 35 auf 15%, wenn er die Mehrheit im Kongress bekommt, weil auch da fangen ja jetzt die Lobbygruppen wahrscheinlich an, ordentlich zu wühlen, dann hat er wirklich sowas wie eine historische Steuersenkung, wo er nicht weiß, wie er sie gegenfinanzieren will, wo es auch Vorbehalte im Kongress geben wird. Aber ich sag mal so, den nächsten Boom könnte es tragen, auch für die nächsten 10 Jahre. Wenn er das mit einem Schlichtungsverfahren im Kongress hinkriegt, da braucht er nur eine einfache Mehrheit und nicht 60% der Demokraten, sondern nur die Hälfte. Dann gilt das auf 10 Jahre. Und dann ist das was, wo man sagen kann, da kommt ein Steuerwettbewerb nicht mehr nur, sondern ein Steuerwettlauf in Gang meines Erachtens. Weil dann muss Europa gucken, wo bleiben wir denn? Jetzt ist es ja so, Frau May macht den Brexit mit Großbritannien. Auch die wird in eine Phase kommen, wo Großbritannien eigentlich gar nichts anderes machen kann, um Kapital und Fachkräfte zu halten, die Steuern runterzudrücken. Wir haben in Euro-Ländern schon Niedrigsteuerländer, wir könnten auch sagen Steueroasen, die diesen Weg gehen. Wir haben vielleicht einen französischen Präsidenten Macron, der Steuersenkungen will, und zwar auch den Spitzensteuersatz auf 25 dann runter. Dann stehen wir am Ende alle im Wettbewerb. Und dann steht Deutschland natürlich auch in diesem Wettbewerb, einen Steuerwettbewerb nach unten, könnte man schon sagen. Aber die Frage ist doch, die wirklich interessante Frage ist, hat er dann sein Wahlversprechen, und das ist wirklich wichtig jetzt für diese Bilanz, hat er dann sein Wahlversprechen gegenüber den amerikanischen Arbeitern, dafür sagt auch, er ist der größte Jobbeschaffer, den Gott je geschaffen hat, wird er das also damit erreichen? Diese Steuerreform nützt ganz natürlich nicht den Leuten im Mittleren Westen, sondern das nützt den Reichen am Ende und wird eine weitere Verschiebung, wie es bisher auch überall in der Fall war, unten nach oben bedeuten. Weil diese vielen, eines nur noch kurz dazu, weil diese vielen Unternehmen, wo er da jetzt ansetzt, da ist es schon so, man muss wissen, die Hälfte des gesamten Firmeneinkommens in den USA
entfällt auf diese Unternehmen, die er jetzt auf die 15% kriegen will. Und dann, die Hälfte von diesen wiederum, setzen bei $400.000 plus an. Insofern kriegt er natürlich die obere Grenze eher entlastet als die anderen. Und die Erbschaftssteuer hat er auch gestrichen, vielleicht auch aus Eigennutz. Er hat ja auch 15 Jahre, wo er ein bisschen was vererben kann, etc. etc. Also, darf ich ganz kurz, Herr Gysi, ganz kurz an Herrn oberen Roth, der seinen Satz, glaube ich, nicht zu Ende gebracht hat, dass die Bewertung... Herr Roth ist jetzt erstmal dran. Nein, schon gut, aber ich komme dann... Ja, Sie kommen auf jeden Fall... muss ja jemand hier noch eine andere Meinung vertreten in diesem Punkt. Aber Herr Roth hat ja eine andere Meinung als Frau Kohl in diesem Punkt. Vielleicht die andere... Es wird ja häufig gesagt, dieses Steuerprogramm kann man so sehen, aber es könnte auch so sein, dass vor allem eben dann auch sein Unternehmen davon profitiert. Das ist jedenfalls ein Vorwurf, den ich gelesen habe. Ja. Auch in der amerikanischen Presse. Ich finde, es ist ein bisschen früh zu diskutieren, weil es gibt wirklich nur diese eine Seite. Das ist wie von Zauberhand. Alle anderen sind blöd. Übrigens auch alle Bundestagsabgeordneten, die sich über Steuerreformen dann in der ganzen Legislaturperiode Gedanken machen, in Haushaltsausschüssen versuchen, das im Detail zu bewegen. Hier kommt einer, eine Seite, ich hoffe, er hat sie überhaupt verstanden, und sagt, das ist nun die Steuerreform. Völlig unklar die Frage, wie sie gedeckt werden kann, das wie sie finanziert werden kann. Was Industriepolitik, lieber John Kornblum, angeht, da entdecke ich nicht, dass er sich mit genau diesem gigantischen Problem Digitalisierung etc. beschäftigt. Im Gegenteil, er zieht sich wieder zurück auf die Kohleindustrie, statt das Problem in Wahrheit anzugehen, dass Kohle keine Zukunft hat. Das sieht übrigens auch ein Teil der amerikanischen Industrie so. Mhm. Aber darf ich insofern, auch Folgendes hinweisen? Nein, das ist Sie, was bisher das jedenfalls nicht valide. Herr Gysi, ich wollte nur sagen, er hat den Schwächsten in den USA viel versprochen. Mit seiner Steuerreform wird er nichts erreichen. Erstens kann ich kleine Unternehmen stützen, deshalb muss ich noch überhaupt noch nicht die Großen auch wieder stützen. Die zahlen jetzt schon relativ wenig. Zweitens, ob da wirklich die Jobsuche stattfindet, das mache ich überall mal große Fragezeichen. Aber, lassen Sie mich das doch einmal zu Ende sagen. Ich habe Ihnen doch die ganze Zeit zugehört. Aber wenn jeder eine verstehen Firma Sie? Gründet... Nein, wenn alle Steuern gesenkt werden, verstehen Sie, wenn alle Steuern gesenkt werden, dann gleichzeitig will er die Rüstungsausgaben drastisch erhöhen. Von der Bundesrepublik Deutschland verlangt er, dass wir 2% des Bruttoinlandsprodukts dafür aufwenden. Das ist auch ein Skandal. Gleich sagt übrigens Frau Merkel ja, Frau von der Leyen sagt auch ja. Also anstatt mal ein bisschen gegenzuhalten, das gehört ja auch dazu. Aber abgesehen davon werden dann viele Aufgaben überhaupt nicht mehr zu erfüllen sein, die eben auch für die amerikanische Bevölkerung ganz wichtig ist. Aber noch eine letzte Bemerkung. Wissen Sie, ich bin vom Deutschlandfunk gefragt worden, der will doch auch den Armen helfen. Ob er es wirklich macht, mache ich jetzt ein großes Fragezeichen. So was wie ist Sie, der Unterschied Gysi, zu einem Linken? Ja, kann ich Ihnen genau sagen. Sozialistisches Prinzip. Ein Amerikaner, der nur an der Seite der schwachen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner steht, oder ein Deutscher, der nur an der Seite der schwachen Deutschen steht, ist für mich nicht links. Der kann auch ganz rechts sein. Links bist du erst, wenn du an der Seite aller Schwachen stehst. Das ist der Kernunterschied. Auch ein Satz, über den wir lange nachdenken werden. Das unterscheidet mich aber so gravierend von Herrn Trump, dass ich schon Wert drauf lege. Herr Kornblum hat Widerspruch angemeldet. Na, Widerspruch über die ganze Diskussion. Die ganze Diskussion ist abwegig und nutzlos, ehrlich gesagt. Warum? Es ist die typische deutsche Reaktion auf einen amerikanischen Politiker, der nicht europäisch ist. Eine typische deutsche Reaktion auf einen Amerikaner, der vielleicht etwas unordentlich ist. Ich bin nicht für Trump. Haben Sie Wir gesagt? Wir sollen aber jetzt vergessen, aufhören, über Trump zu reden und reden darüber, welche sind die Gründe, dass Trump gewählt wurde. Es gibt viele, viele Gründe. Das ist interessant. Welche sind die Gründe, warum ähnliche Prozesse in Europa stattfinden? Es gibt viele. Und Sie dürfen Trump kritisieren. Wie gesagt, in meinen 50 Jahren hier, ich habe Ronald Reagan kritisiert, gehört Jimmy Carter, Richard Nixon. Jedes, was wir tun, ist immer falsch. Warum? Weil wir nicht europäisch sind und weil wir natürlich die Oberhand haben. Und deshalb nur noch ein Satz, die haben so lange geredet. Die Frage ist hier nicht, ob sie ihn mögen. Sie brauchen ihn nicht zu mögen. Die Frage ist nicht hier, ob sie viel besser wissen als er. Das, anscheinend meinen sie, dass sie viel besser wissen als er. Die Frage ist, wie wird die westliche Welt aus dieser Revolution kommen? Mhm. Und die am kürzeren Hebel sind, die sind nicht die Amerikaner. Wir sind schon weit, weit im Voraus, sind die Europäer. Und indem sie sich in diesen negativen Weltuntergangsstimmung fallen lassen, dann schaden sie im Endeffekt Europa. Herr Kornblum, wir greifen das ein bisschen anders auf, als Sie sich das wünschen.
wünschen, weil das Thema der Sendung nun mal eben jetzt tatsächlich die Bilanz von Trump ist. Aber ich würde gerne, damit wir wollen auch auf die außenpolitischen Steine kommen und dann auf die Frage, was heißt das für uns? Und Herr Köppel, ich hätte eine Frage für Sie tatsächlich, wenn Sie mir das erlauben. Darf ich noch etwas zur Wirtschaftspolitik ergänzen? Wenn Sie erlauben, Frau Maischberger. Ergänzen Sie etwas zur Wirtschaftspolitik. Dass Sie auch für Steuersenkung sind, ist doch klar. Nein, Herr Gieb, und dass Sie dagegen sind als linker Politiker, ist auch klar. Die Bürgerlichen sind... Das müssen wir uns doch gar nicht mehr gegenseitig erzählen. Ja, jetzt ja, komm, reden wir alle rein. Nein, als linker Politiker sind Sie gegen Steuersenkungen, das ist klar. Das stimmt Steuersenkungen, gar nicht. Wenn Sie Steuersenkungen machen, wenn Sie Steuersenkungen machen und eine Wirtschaft revitalisieren und nachher die Staatsausgaben runterfahren, hat das einen positiven Effekt. Das Gefährliche an Trumps Wirtschaftspolitik wäre, wenn er eines seiner Wahlversprechen umgesetzt hätte, das wir noch nicht besprochen haben, nämlich seine protektionistische Politik, wo er gesagt hat, jetzt sollen plötzlich die Amerikaner im Mittleren Westen wieder anfangen, Handys zusammenzuschrauben, also sozusagen eine Art Rückabwicklung der Globalisierung, Industriepolitik mit Protektionismus. Das hat er im Wahlkampf versprochen. Das wäre brandgefährlich für Amerika, das wäre verheerend für Amerika. Aber auch hier muss ich sagen, Trump ist lernfähig, relativ pragmatisch, hat das schubladisiert. Und ich sage noch etwas, ich bin nicht pro Trump, aber ich bin wirklich, und hier ganz dezidiert, ich bin gegen diese Überheblichkeit und gegen diese Moral, nein, gegen ihre moralische Überheblichkeit, hinter der auch eine Verachtung der Wähler, der Trumps steht. Ach, Sie verachten diese Leute, Sinn. Weil Sie sagen, die haben einen Menschen gewählt, der intellektuell nicht ganz auf der Höhe ist, der die Leute anlügt. Sie nehmen die Demokratie nicht ernst, der Feldenkirchen und der Roth. Wir waren eigentlich schon ein bisschen weiter. Eigentlich genau gemerkt, ich habe Ihnen genau zugehört, dass ich deren Bedürfnisse Herr Feldenkirchen hat einmal das Wort, und dann gehen wir weiter. Sie haben die Prämissen Ihres eigenen Gedankens nicht verstanden. Ihre Verachtung von Trump ist letztlich die Verachtung seiner Wähler. Natürlich ist ja, so. Also sorry. Herr Feldenkirchen kann eine, nein, Herr Feldenkirchen kann eine Replik. Er hat sie. Arroganz. Ja gut. Wenn man ihm erklärt, dass er sich selbst nicht übernehmen. Wissen Sie was? An der Stelle gebe ich Ihnen einfach etwas, worüber Sie wieder faktisch diskutieren können, wenn Sie mir das erlauben. Und wir fragen einfach darüber. Doch, wir wollen einmal darüber reden, was die, weil es ja in der Tat nicht nur im innenpolitischen Bereich, also große Versprechen und dann eben nicht ganz so große Erfolge bisher gegeben hat, sondern es gibt eben eine Wende, die auch für uns dann interessant ist und die ist eher außenpolitisch, wo America First ein Leitspruch des Wahlkampfs war und man sich manchmal verwundert, die Augen reibt, warum das jetzt nicht umgesetzt wird. Meine Außenpolitik wird stets die Interessen der US-Bürger und die Sicherheit Amerikas über alles stellen. Das muss an erster Stelle kommen. Nie mehr Weltpolizist. Das kündigte Trump im Wahlkampf an. Doch dann die Kehrtwende. Im März bombardieren die USA einen syrischen Luftwaffenstützpunkt als Vergeltung für einen Giftgasangriff auf Zivilisten. Jetzt droht ein weiterer Konflikt zu eskalieren. Nordkoreas Raketentests provozieren die amerikanische Regierung. Donald Trump selbst warnt vor einem großen Konflikt mit Kim Jong-un. Droht gar ein Atomkrieg? Herr Feldenkirchen, Donald Trump wollte eben nicht mehr, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Weltpolizist sind. Es scheint sich da etwas zu ändern. Wenn sich etwas ändert, was ist Ihre Vermutung, warum sich etwas ändert? Das Bombardement in Syrien war zumindest überraschend nach dem, was er vorher gesagt hat, wie er auch völlig zu Recht die Angriffskriege von George W. Bush kritisiert hat, auch deren Planlosigkeit. Sie haben dort eine ganze Region in Brand gesetzt und es stand keine nachhaltige Strategie dahinter. Und die Flüchtlinge jetzt hat er und ich fürchte, dass auch hinter diesen Bombardements, hinter diesem Eingreifen eben nicht die kohärente langfristige Strategie steckt. Ich möchte kurz daran erinnern, wie Donald Trump die Luftschläge auf Syrien begründet hat. Er hat gesagt, er hätte am Vortag Fernsehen geguckt und dort hätte er diese beautiful babies gesehen, die dort an Giftgas gestorben sind. Es scheint mir sehr viel darauf hinzudeuten, dass das ein Impuls war. Man hätte ihn auch fragen können, wenn die Kinder jetzt nicht so schön gewesen wären, ob es dann anders ausgefallen wäre. Als Motivation erscheint mir das doch sehr, sehr unzureichend. Und ich habe die Sorge, dass er nach all der Kritik,
die er übrigens auch in den USA mit genau den gleichen Argumenten, die Sie von Kritikern in dieser Runde hören, Herr Kornblum, vorgehalten bekommt, massive Kritik innerhalb der USA, auch aus der eigenen Partei, dass er einfach gemerkt hat, was er für ein Instrument mit den 7000 Atomköpfen der USA, mit diesem gigantischen Militär in der Hand hat und dass er dafür die erste Aktion, für die er breiten Applaus auch draußen in der Welt bekommen hat, das Bombardement als Vergeltungsakt für den Einsatz von Giftgas in Syrien. Und wenn man sich mit Donald Trump und seinem Vorleben ein wenig beschäftigt hat, dann könnte man leicht die Vermutung haben, dass er sehr stark auf Anerkennung, auf Rückendeckung angewiesen ist und dass er nun gemerkt hat, dass Bombardieren in der Welt durchaus Achtung von der Bundeskanzlerin, von vielen Medien, auch in Deutschland übrigens, bekommen hat. Richtig. Und dass er diesen Weg weiterverfolgt. Herr Kornblum, tatsächlich hat er ja vor 4 Jahren, unter anderem vor 4 Jahren getweetet, do not attack Syria, fix USA, also attackiert doch nicht Syrien, sondern kümmert euch und heilt die Vereinigten Staaten. Warum hat er das jetzt gebrochen, diese Linie? Was ist Ihre Vermutung, hat Herr Feldenkirchen? Naja, man muss verstehen, in Trump gibt es zur gleichen Zeit sozusagen 2 Herzen. Der eine ist, wie er die Wahl gewonnen hat. Das war mit USA, America First, Make America Great Again, mit einer Art von Isolationismus, von keine militärischen Interventionen. Und da ist, wo er seine Basis gewonnen hat. Und diese Botschaft würde immer noch von sich geben. Auf der anderen Seite gibt es die Realität. Es gibt auch Probleme, die kommen nicht nur in Syrien, sondern in Nordkorea zum Beispiel, in vielen Weltteilen. Und er kämpft und er hat, was muss ihn lassen, der hat 2 oder 3 hervorragende Berater ernannt. Der Verteidigungsminister, der Chef des Nationalen Sicherheitsrats, der Außenminister, ein paar andere. Und es ist ganz klar, dass es so ein Hin und Her gibt innerhalb seiner Administration. Finden Sie denn da gut, dass er jetzt auf diese Linie eingeschwenkt ist und in Syrien bombardiert hat? Ich persönlich finde es gut, dass er in Syrien bombardiert hat, weil der Westen seit vielen Jahren nichts getan hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Barack Obama hart kritisiert wurde, auch in Europa, auch von intellektuellen Journalen wie der Spiegel zum Beispiel, dass er nicht aktiv genug war in Syrien, dass er nicht genug getan hat. Putin hat mehr oder weniger freie Bahn gehabt und hat richtig Kriegsverbrechen da verbracht. Und wir haben nichts gesagt. Die Europäer haben sowieso keine Außenpolitik. Die haben nichts gesagt. Die Amerikaner, Barack Obama hat da gesessen und hat gesagt, ich bin gegen Krieg. Dass ein Beispiel erstattet wurde, finde ich gut. Das Problem ist, wie andere gesagt haben, man sieht keine Strategie hinter dem Beispiel. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aber es gibt in Europa auch keine Strategie. Ja. Und so das Problem für den Westen, nur noch ein Satz. Aber die andere Frage ist ja tatsächlich die, was jetzt mit dieser, auf diese Bombardierung erfolgt. Denn er hat ja nicht nur Assad getroffen. Die Bombardierung war erfolgreich. Ich sehr erfolgreich. Damit hat er aber natürlich eingegriffen in einen Konflikt, in dem einer der engsten Verbündeten von Assad eben Putin ist. Sind wir jetzt wieder zurück auf Los, nachdem auch im Wahlkampf die Hoffnung vieler dann auch war, es gibt möglicherweise einen Draht zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, zwischen Putin und Trump, dass wir jetzt wieder eine Situation dann haben, wo die beiden Blöcke Stellvertreterkriege führen? Nein. Ich glaube, dass wir zumindest sehr nah dran sind. John Kornblum, ich gebe ihm recht, ich gebe ihm so recht. Dass Amerika diese Rolle wieder ausfüllt, ist natürlich richtig und wichtig, weil Vakui, wenn sie entstehen, werden von anderen ausgefüllt, in dem Fall in Syrien von Putin, Ukraine. Also überall, wo Vakui entstehen, werden sie ausgefüllt. Dass die Sorge, die man haben muss, und da teile ich die von Herrn Feldenkirchen, ist, was hat er sich dabei gedacht? Ist es wirklich nur, was ich nicht hoffe, sozusagen ein Effekt, der entsteht, wenn man so ein Big Thing, also so eine große Bombe abwirft? Oder bindet es sich ein, und das wäre verantwortungsvolle Außenpolitik, in eine Strategie, die sich auch nicht davor verschließt, am Ende auch Militär einzusetzen, was ich jedenfalls nachvollziehen kann. Insofern, Sie haben gerade gesagt, wir sind wieder auf dem Punkt Los. Ablenkungsmanöver.
darüber habe ich von Ihnen gehört. Dass warum? Es ein Ablenkungsmanöver ist, weil man kann keine Strategie dahinter erkennen. Und ich denke schon, zum einen werden die der Verteidigungshaushalt aufgebläht bis zum geht nicht mehr. Das passiert jetzt überall auf der Welt, auch in Europa, weil hier ja Herr Trump ein Stück weit den Schutzschirm weggezogen hat. So ist es ja nicht. Also es ist ja nicht nur, dass man hier jetzt Weltpolizist und in Syrien eingreift, sondern im Gegenteil, man zieht ihn ja ein Stück weit weg. Und ich denke schon, dass Trump sich eigentlich auf die Innenpolitik und die Wirtschaftspolitik fokussieren müsste, weil er ist eben gewählt worden, weil Millionen von Amerikanern seit der Finanzkrise hinten runtergefallen sind, die nicht mehr in Statistiken erfasst werden, Arbeitslosenstatistiken. Auch der Mittelstand ist zum Teil nach unten abgedriftet. Warum hat Hillary Clinton, warum hat Herr Trump im Wahlkampf davon gesprochen, 10 Millionen Jobs sollen geschaffen werden, wenn die Arbeitslosenquote bei 4,7% ist und das de facto eigentlich Vollbeschäftigung bedeutet? Also wo sind all diese Jobs, die es angeblich braucht? Die Produktivität der Wirtschaft lässt nach, das Wachstum lässt nach. Es ist eine Wirtschaft, die 8 Jahre lang jetzt auf den Höhepunkt zugesteuert hat und der nächste Impuls fehlt. Sie glauben, das wäre ein Ablenkungsgeber. Das ist zum Teil schon auch diese hektische Betriebsamkeit nach außen. Ja, noch eine Bemerkung zur Außenpolitik. Herr Köppel. Von der Außenpolitik, finde ich, ist hochinteressant zu beobachten, dass Trump eben entgegen der Mehrheitsmeinung in dieser Runde ein ziemlich herkömmlicher, konservativer Politiker ist. Ich zum Beispiel war sehr überrascht über seine Abrüstung der Rhetorik gegenüber Russland. Das ist in konservativen amerikanischen Kreisen nicht gut angekommen. Ich finde das gut, wenn die Amerikaner und die Russen nicht den Kalten Krieg erneuern. Ich fand interessant, wie Trump jetzt gegenüber China, übrigens auch im Bereich der Handelspolitik, zurückgerudert ist, um mit den Chinesen zusammen den Verrückten in Nordkorea einzudämmen. Und noch ein Wort zur Planlosigkeit oder angeblichen Planlosigkeit des Syrienschlags. Ich finde das nicht so konzeptlos. Sie müssen sehen, wenn so ein Verbrecher- und Mörderregime im Nahen Osten wie das von Assad anfängt, mit Giftgas zu hantieren. Das ist eine hochvirulente Waffe, die auch von Terroristen gegen die Amerikaner eingesetzt werden kann. Hat Trump einen sehr, sage ich mal, dosierten Militärschlag gemacht. Er hat übrigens auf diesem Flugfeld genau geschaut, dass eben nicht dort, wo russische Einheiten gestanden sind, etwas gemacht ist. Die russische Reaktion war relativ verhalten. Das heißt, er hat mit Trump gesprochen. Also, mit Putin gesprochen. Das heißt, Trump ist nicht dieser Verrückte, der auf einer Atombombe sitzt mit Kim Jong-un, wie das der Spiegel auch völlig hirnverbrannt getitelt hat, sondern der Mann ist viel pragmatischer, als Sie das hier wahrhaben aber wollen. Kim Jong-un und ich bin wirklich kein Pro-Trump. Aber am Schluss dieser Runde bin ich vermutlich Pro-Trump, wenn ich so weiterrede. Herr Gysi. Ach, Sie waren schon immer Pro-Trump. Aber das ist Herr Gysi. Sie sind ein Psychologe, Sie sind ein Psychiater. Ich stelle fest, dass Kim Jong-un doch ein Verrückter ist. Herr Gysi, ist das eine gute Nachricht? Also, er wollte tatsächlich einen Egoismus machen und sich aus dem Internationalen weitgehend herausziehen. Strafzölle etc. gehört ja alles mit dazu. Das geht nicht. Das hat er inzwischen begriffen, würde ich denken. Und macht eine andere Politik. Ich fand den Angriff deshalb falsch, weil Sie wissen ja genau, dass es Assad war. Vielleicht war es, kann sein, aber vielleicht auch nicht. Also ich hätte das gerne erst über die UNO wirklich untersucht. Den Geheimdiensten traue ich nicht mehr. Die Geheimdienste haben beim Irak gesagt, Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Er hatte gar keine. Ja, aber alle haben es geglaubt. Ja, nur lassen Sie mich mal sagen, deshalb bin ich da misstrauisch. Aber das Zweite, das Wichtigste wäre tatsächlich, auch Russland ist eine atomare Weltmacht. Es hat überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen einen Ausgleich. Ich hielt ja auch die Sanktionen für falsch, obwohl es völkerrechtswidrig war, was er mit der Krim gemacht hat. Da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Trotzdem halte ich die Sanktionen für falsch. Der Krieg der USA gegen den Irak war auch völkerrechtswidrig. Kein Mensch ist zu Recht auf die Idee gekommen, Sanktionen zu beschließen. Hätte ich auch nie gemacht. Wir brauchen hier einen anderen Ausgleich. Aber jetzt, das ist interessant, hat sich der Apparat wieder so gegen Russland gestellt, dass er mit dem, was er mal vorhatte, im Augenblick nicht weiterkommt. Dass sich jetzt ändert bei G20, wenn die ein Gespräch miteinander führen, mache ich ein großes Fragezeichen. Was wir begreifen müssen, sowohl für die Wirtschaft als auch für Europa, wir brauchen ein anderes Verhältnis zu Russland. Und damit weiß ich, was Russland treibt, sowohl in der Ukraine als auch in Syrien. Wissen Sie, was wir jetzt haben? Wir haben jetzt Kriege wegen der Einflusssphären. Früher ging es um Kolonien, jetzt geht es um Einflusssphären. Russland an denen Russland nicht beteiligt. Ja, ja, sage ich ja. Denn Russland ist ja nicht die Ukraine nicht Russland anmarschiert, sondern natürlich umgekehrt russische Soldaten in die Ukraine. Ja, pass auf, es ist so. Beide Seiten denken gleich in Form von Einflusssphären.
Und Putin hat jetzt sozusagen diese Mittel dafür eingesetzt, auch völkerrechtswidrig, was ich überhaupt nicht teile. Er will sich auch aus dem Nahen Osten nicht völlig verdrängen lassen, etc. Und wir finden keine Lösung. Jeder Staat, der dort mitwirkt, hat andere Interessen. Ob ich die Türkei nehme, den Iran, Saudi-Arabien, die USA oder Russland oder Syrien. Was tun? Jetzt brauchen wir mal statt militärischem Denken hohe Diplomatie. Wir brauchen eine politische Strategie, die möglicherweise auch militärisch umgesetzt werden muss. Meine Kritik an Trump, oder jedenfalls, vielleicht ist meine Wahrnehmung falsch, ich sehe keinen systematischen Denkansatz, ganz wichtiger Punkt. Trump hat noch etwas Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, die NATO-Staaten investiert wieder mehr in eure eigene Verteidigung. Das ist eine vernünftige Aussage in Ihrem Sinne, Roth. Sie müssten Trump loben. Also die Frage ist doch tatsächlich, also Sie alle schildern einheitlich, dass die Welt komplizierter ist. Wir haben es hier mit jemandem, und deswegen komme ich doch wieder zum Thema zurück, mit jemandem zu tun, der zumindest im Wahlkampf den Eindruck vermittelt hat, die großen Fragen sind einfach zu lösen. Das macht einen Populisten aus, und deswegen reden wir ja über Donald Trump. Sie haben das Beispiel China gebracht, Herr Köppel. Auch da hat er gesagt, China ist das... Ich habe die Frage noch nicht gestellt. Sie haben gesagt, er hat im Wahlkampf gesagt, China ist das Böse. China vergewaltigt Amerika, es stiehlt die Arbeitsplätze, es manipuliert die Währung, wir werden mit China... So, jetzt hat er den chinesischen Premier getroffen und sagt, der hat mit mir geredet und es ist doch komplizierter, als ich dachte. Und jetzt sind wir Partner. Genau. Deshalb die Frage... Ist das ein Zeichen von Populismus und Populisten, dass sie Dinge einfach versprechen, einfache Antworten geben, die sie am Ende eben gar nicht einhalten können? Herr Maischberger, Populismus ist einfach einmal eine Lehrformel, mit der man alle politischen Richtungen betitelt, die einem nicht gefallen. Aber Sie haben den entscheidenden Punkt gebracht. Da ist doch das Wesentliche. Das ist ein Amerikaner. Trump ist ein unkonventioneller Amerikaner, der nicht, auch mir nicht, in seiner Art in allem entspricht. Ja. Aber Sie dürfen doch nicht jedes Sätzchen und Wörtchen, das er im Wahlkampf gesagt hat, wie eine Bibel wörtlich nehmen. So viele, Entschuldigung, amerikanische Präsidenten. Man soll ihn nicht ernst nehmen. Das ist, lass mich was ich mal sagen. Ausreden hier. Nur die großen amerikanische, Sätze haben wir ernst genommen. Amerikanische Wahlkämpfe sind durch Übertreibung gekennzeichnet. Und Sie können alle Präsidenten nehmen. Sie müssen alle zurückrufen. Ich sage ja nicht, dass Sie nicht kritisieren. Der ist schon 100 Tage kommt Präsident. Von dieser Fixierung, von dieser Trump-Phobie, um nicht zu sagen, von diesem Trump-Verblödungssyndrom herum. Sie kennen andere doch die Frage, gleiche Antwort. Nicht im Wahlkampf, sondern seit er Präsident ist. Haben Sie sich einfach zentrale Aussagen von Donald Trump, die Fact-Checker, die es dort noch gibt, das hat Frau Clinton auch gemacht, ich bin noch nicht und hat die Wahlen verloren. Und dort haben Sie in den ersten knapp 100 Tagen 450 grobe Falschaussagen, Lügen oder massive Übertreibungen gefunden. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, der vermeintliche Führer der liberalen westlichen Welt, konsequent Lügen und Unwahrheiten verbreitet, dann haben Sie als Politiker oder Journalist oder als was Sie auftreten, nicht etwas unterstellen, aber Sie sagen, kein Problem damit. Nein, da müssen Sie nicht etwas unterstellen, aber es ist nicht alles eine Lüge, was Sie als Lüge bezeichnen. Wenn Herr Obama im Wahlkampf sagt, mein wichtigstes Ziel ist, Guantanamo zu schließen, 8 Jahre später ist das nicht geschlossen. Dann ist das auch eine Lüge. Aber ich sage noch einmal, ihr müsst... Weil er daran gehindert hat. In Deutschland ist mein Eindruck, ich habe großen Respekt vor Deutschland, ich habe auch Deutschland sehr gern. Aber in Deutschland haben die Politiker und Journalisten ein Riesenproblem. Ihr versteht Amerika nicht. Ihr habt diesen Bierernst in der Politik. Trump ist eine unkonventionelle, vielleicht auch populistische Figur. Ich sage einfach, er ist nicht der Weltenverschlinger, für den ihr ihn haltet. So, wir haben wenigstens einig? Wir haben eine Frage zu klären, weil die Einigkeit auf diese Frage, glaube ich, schon vorher ausgeschlossen war. Aber die Frage tatsächlich, die viele bewegt hat, als Trump ins Weiße Haus eingezogen ist, war... Wenn der jetzt da gewinnt, wird das sozusagen der erste Dominostein für den Siegeszug auch der ähnlich gewandelten Politiker in Europa? Das war die große Frage, als Trump ins Weiße Haus kam. November 2016. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps sorgen sich viele Menschen in Europa. Kommen die Populisten auch hier an die Macht? Dezember 2016. In Österreich verliert FPÖ-Kandidat Norbert Hofer die Wahl zum Bundespräsidenten.
März 2017. In den Niederlanden wird die Partei von Geert Wilders nicht stärkste Kraft. Die wichtigste Entscheidung aber steht noch aus. April 2017. In Frankreich schafft es Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National in die Stichwahl zur Präsidentenwahl. Wird sie am kommenden Sonntag französische Staatspräsidentin? Oder schreckt Donald Trump Wähler in Europa ab, rechte Politiker zu wählen? Thomas Roth, das ist ein bisschen schwierig mit den Prognosen, weil dieselben Leute, die gesagt haben, Trump kommt nicht ins Weiße Haus und der Brexit wird nicht passieren, sagen jetzt Marine Le Pen, die wird siegen. Sind Sie auch so zuversichtlich? Also ich hoffe sehr, dass sie nicht Staatspräsidentin wird. Ich bin keiner der Meinungsumfragen inzwischen sozusagen außerordentlich ohne Misstrauen sieht. Also wer weiß es schon, aber eines würde ich schon sagen. Wenn der Wahlsieg und die ersten 100 Tage von Trump ein Beispiel dafür sind, wenn Populisten, und er ist natürlich ein Populist, der in drei Hauptsätzen alle Probleme Amerikas löst und am Ende keines davon lösen wird, nach meiner Überzeugung, wenn das abschreckend sein soll, das hoffe ich auch, dass die Wähler in dem Fall in Frankreich, später dann auch bei uns, ein ganz großes Misstrauen haben, wenn die großen Vereinfacher auftreten, die dann auch noch auf die eigene Nation, und zwar ausschließlich, sich beziehen. Das kann in gar keinem Fall gut gehen. Aber ist die Wahl schon gelaufen? In Frankreich? Ja, am Sonntag wird gewählt. Ist die Wahl gelaufen? Nach allem, was ich zur Kenntnis nehme, glaube ich nicht. Die Prognosen sind, soweit man sieht, alle da so, dass Macron diese Wahl gewinnt. Wir werden es am Sonntagabend sehen. Ich hoffe es sehr, weil ich glaube, wenn Le Pen Staatspräsidentin würde, würde sich Europa innerhalb kürzester Zeit so verändern, dass wir es nicht mehr wiedererkennen würden. Und das halte ich wirklich für gefährlich. Sie haben den Kopf geschüttelt. Sie glauben, dass Le Pen eine Chance hat, obwohl die Umfragen also ziemlich eindeutig sind. Ich glaube, dass sie tatsächlich mit ihrem Front National zurzeit die stärkste Phase, seitdem es diese Partei von ihrem Vater gegründet gibt, hat. Wir haben einen Neuling mit Macron, der vieles in Frage stellt, was in der französischen Politik bisher gegolten hat, der sich extra gegen die beiden zerfallenden Volksparteien, die Gaullisten und die Sozialisten, gegründet hat, der aber sehr, sehr unerfahren ist. Und es wird schon darauf ankommen, ob die Demokraten diese Wahl als so wichtig erachten und die Gefahr, die von Frau Le Pen ausgehen, als solche auch wahrnehmen und nicht dieses Phänomen, was in den letzten Jahren zu häufig bei uns der Fall war, dass die Demokratie quasi an der Müdigkeit ihrer Teilnehmer gekrankt hat, dass das jetzt auch in Frankreich zu sehen sein wird. Frau Kohl, vielleicht eine, ich weiß gar nicht, ob man das beantworten kann. Also, angenommen jetzt mal, Marine Le Pen gewinnt diese Wahl. Was passiert am Tag danach, am Montag in Europa? Was glauben Sie, würden die Märkte, die Börsen reagieren, um mal den Blick drauf zu werfen? Ja, dann ist höchstwahrscheinlich mit einer Kapitalflucht zu rechnen aus Frankreich heraus. Vor allem aus den Banken, auch aus Bankaktien wird wahrscheinlich massiv Kapital abgezogen werden, wobei die EZB, die Europäische Zentralbank, ja schon im ersten Wahlgang Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat für so einen Fall. Und auch die französische Zentralbank, die natürlich da im Zentralbankensystem mit dabei ist, Vorkehrungen getroffen hat. Ich glaube aber nicht, dass Le Pen gewinnen wird, weil die Franzosen werden es nun zu einer Abstimmung über den Euro machen. Aha. Ob die Franzosen den Euro behalten wollen oder nicht. Und die Zustimmung unter den jungen Franzosen ist sehr, sehr groß. Und man hat ja auch heute gesehen und gestern gesehen, dass Le Pen auf einmal auf dieses Thema einschwenkt, dass sie diesen Frexit auf einmal nicht mehr ganz den so Ausstieg Frankreichs hart aus dem Euro nicht mehr ganz Euro so hart formuliert. Und der EU. Und dafür hat es Macron plötzlich aufgenommen in seinem Wahlkampf. Ja, weil er weiß, dass es genau darum geht. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass Macron gewinnen wird. Ich habe zwei große Fragen für Sie. Vielleicht fange ich mit Herrn Gysi an. Also welchen Einfluss, glauben Sie, hat die Wahl Donald Trumps ins Weiße Haus auf solche Wahlen wie zum Beispiel die in Frankreich? Sind Sie der Meinung tatsächlich, es hat ein abschreckendes Beispiel? Also zunächst hat es sie gestärkt. Inzwischen könnte tatsächlich ein bisschen das Gegenteil eingetreten sein. Aber es wird Leute geben, die sich dadurch bestätigt fühlen
und Leute geben, die sagen, nee, das will ich doch nicht. Beides. Ich bin jetzt auch sehr misstrauisch geworden. Wissen Sie, alle haben mir gesagt, der Brexit kommt nicht. Alle haben mir gesagt, Trump wird's nicht. Aber er wurde es, der Brexit kam. Ich hoffe das doch auch. Le Pen wäre eine Katastrophe. Und zwar, weil sie ja, es geht ja nicht nur um den Euro. Sie will raus aus der Europäischen Union. Und das ist eines der wichtigsten Gründungsländer. Und die Rechten machen immer alles, was sie ankündigen. Zumindest versuchen sie es. Und lassen Sie mich das sagen, dann ist die EU kaputt. Das wäre eine Katastrophe für unseren Kontinent. Deshalb sage ich ja, den Macron kritisiere schwer. Er ist ein Neoliberaler, er will Steuern senken, Sozialabbau betreiben, was ich alles für völlig falsch halte, gerade in Europa, nachdem wir die Entwicklung in Südeuropa erlebt haben. Aber trotzdem würde ich ihn wählen, und zwar schon, um eine linke Politik gegen ihn möglich zu machen. Wenn die Le Pen gewählt wird, dann können wir uns das alles schenken. Das wäre eine Katastrophe. Also deshalb muss man wählen gehen und darf sich auch nicht der Stimme enthalten. Le Pen sind wir uns einig. Zur Not. Le Pen sind wir uns einig. Das wäre verheerend für Frankreich. Das ist aus meiner Sicht auch eine Europäische Union. Ja, und für die Europäische Union, sozialnationalistische Politik. Und für Deutschland, Politik. Frankreich, diese Aber, Beziehung. Ja, jetzt lass mich ausreden. Aber das Interessante, wir haben vom Trump-Effekt gesprochen. Ich glaube, es gibt diese abschreckende Wirkung, weil wir Europäer sind nicht Amerikaner und Trump ist ein krasser Typ. Das müssen wir ja nicht unbestritten. Er ist keine Supernova, aber er ist ein krasser Darf Typ. Darf man sie so zitieren später? Ja, aber warte jetzt. Den Punkt, es gibt aber noch einen anderen Trump-Effekt. Es gibt nämlich eine Trumpisierung der europäischen Regierung. Das wäre meine zweite Schauen Sie große sich mal Frage den Populismus gewesen. Von Frau Merkel an und die kurvenreichen Wendungen. Und Herr Gysi, mit allem Respekt, Sie sind auch nicht ein Politiker, der eine gänzlich kurvenlose Karriere gemacht hat, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Das kann man ja auch Lernfähigkeit aber ganz nennen. Im Unterschied also zu noch einmal, die Frau Merkel macht heute in der Flüchtlingspolitik das Gegenteil. Das bei Mark Rutte habe ich mich gefragt, in Holland, der färbt sich jetzt dann noch die Haare blond, der kopiert den Wilders derart. Schauen Sie mal, auch in Frankreich. Ja, Sie haben Rutte Veränderungen. Hat jetzt nicht gewonnen, weil er dann sich die Haare noch, also die Regierungen rücken nach rechts, graben den Populisten das Wasser ab. Und da gibt es noch einen interessanten Effekt in diesem Zusammenhang, dass eben dass Trump als Figur, wir sind keine Amerikaner, die das kopieren wollen, aber die Regierungen sind bereits ein bisschen auch durch den Brexit nach rechts gedrückt worden, Richtig. Sind auch opportunistisch, das müssen Sie auch mal kritisieren zur Abwechslung, nicht nur bei Herrn Trump, das müssen Sie auch bei anderen machen. Und der letzte Punkt noch, aber interessant ist schon, wie die etablierten Parteien wegschmelzen. In Österreich haben wir es gesehen, wir sehen es in Frankreich und das ist bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass Le Pen gewählt wird, weil da wird sich die Mitte zum Glück auch mit Links verbünden, mit Herrn Gysi und man wird diese Frau Le Pen verhindern. Machen Sie keine Verdrehung hier, machen Sie keine Verdrehung. Alle Wahlergebnisse seit dem Brexit, und das war der Warnschuss, alle Wahlergebnisse seit dem Brexit waren pro-europäisch, pro EU unterm Strich. Das ist Fakt. Und Sie werden es in Deutschland erleben, was da jetzt passiert, wenn bei uns gewählt wird. Sie merken jetzt schon, dass die Linken und die Rechten auf der extremeren Seite auch schon nach unten abdriften, weil die anderen gestärkt werden. Ich bin auch ein Pro-Europäer. Ich bin auch für Europa erfreulich. Ich bin ein Pro-Europäer, aber ich bin kritisch gegenüber dem heutigen Konstrukt EU. Und ich glaube, ich hoffe, dass in der EU auch ein Reformprozess eingeleitet wird, weil viele Leute in Europa sind kritisch gegenüber der heutigen EU. Und die EU ist nicht gleichbedeutend wie Europa. Das ist, glaube ich, übrigens ein Satz, den wir nicht alle unterscheiden können. Ja, da gibt es ja die Linken und dann gibt es die eher Rechten. Herr Kornblum wollte etwas sagen, bitte. Herr Kornblum, bitte. Höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, bin ich auch diese Meinung. Aber man macht sich was vor, wenn man meint, dass Macron eine Antwort ist. Ja. Er ist nicht anders als Hollande. Ja. Das Problem in Europa, nicht nur in Frankreich, sondern in Europa, ist die Verstopfung unten in der Gesellschaft. Und die französische Macron wird die französische Gesellschaft nicht ändern können. Was heißt denn Verstopfung? Der ist schick, der ist jung, der hat neue Ideen, aber er wird nicht durchkommen, weil die Verstopfung ist, die Institutionen sind unbeweglich. Und das ist in diesem Land genauso. Und deshalb kommen wir kurz wieder auf Trump. Trump hat niemand hier abgeschreckt, weil die Tendenzen hier schon waren, bevor Trump da war. Was Trump ist, Herr Köppel hat recht, ist ein Amerikaner, der es auf amerikanische Art macht. Und das scheint, haben wir hier gesehen heute, amerikanische Art ist nicht sehr populär in Europa. Aber der Punkt ist nicht das. Der Punkt ist, wird, und nebenbei gesagt,
Die Wahl in Niederlande war kein großer Sieg. Der Premierminister hat 25% verloren. Der Punkt ist? Der Punkt ist, Europa muss jetzt erneuert werden. Okay. Und das war. Weder die Regierungen in Deutschland noch in Frankreich noch in Italien sind dabei, das zu tun. So, deswegen komme ich auf Trump eher eine gute Herausforderung. Ich habe einen Artikel mal veröffentlicht, wo ich sagte, Trump is Europe's last chance. Und das meine ich auch. Aber so, ich komme aber mal nicht Veränderungsfähigkeit vorgeworfen. Und wo steht Deutschland jetzt? Nicht vergessen. Ja, die interessante Frage tatsächlich an der Stelle ist die zweite. Hat sich die Bundesrepublik das würde ich auch gerne aufgreifen. Herr Köppel hat es gesagt, Herr Feldenkirchen, tatsächlich ist es doch so. Sie haben gesagt, die Populisten und eben auch Donald Trump haben zu einer Revitalisierung der Demokratie geführt. Die These hier von Herrn Köppel ist die, ja, das kann schon sein, aber auf eine andere Art und Weise. Nämlich tatsächlich die Regierungen oder eben auch die Wahlkämpfer rutschen sowieso schon nach rechts. Man kann das in den Niederlanden sehen, man kann das in Österreich vielleicht sehen. Deutschland? Das heißt also, die Populisten gewinnen zwar nicht die Wahlen, aber deren Themen haben schon gewonnen. Ja, ist da was dran? Die Themen haben dadurch nicht gewonnen. Die Beobachtung von Herrn Köppel ist absolut richtig, dass gerade die Parteien aus dem konservativen Spektrum eine härtere Law-and-Order-Politik, auch eine härtere Grenzpolitik inzwischen eingeschlagen haben. Herr Rütte ist dafür ein Beispiel. Der langsame Erkenntnisprozess oder Wandlungsprozess von Frau Merkel auch. Und trotzdem gibt es auf der anderen Seite genau das Gegenteilige. Eine Wertschätzung für die Europäische Union. Tausende Leute gehen auf die Straße, wollen sich diese Errungenschaft trotz all ihrer Fehler nicht kaputt reden lassen. Von den Demagogen von rechts, zum Teil aber auch von links. Herr Mélenchon ist in Frankreich ein Beispiel. Journalistische Demagogen gibt es ja auch noch, Herr Feldenkirchen. Ne? Genau, aber nicht dazu. Auf der Seite. Da gibt's Sie, gar Sie sind ja beides quasi. Sie sind natürlich ein ganz blütenweißes Blättchen. Das ist es gibt natürlich auch auf der Linken die Stimmungsmacher gegen die Europäische Union. Wenn aber man ich sage ganz klar, in der Linken Frau Wagenknecht hört, da muss man sagen, das ist eine Verachtung für die Europäische Union, die in den Worten liegt. Die ist auch nicht ganz feierlich. Darf ich Ihnen was sagen? Die Europäische Union, revitalisiert. Die Europäische Union muss wirklich erneuert werden. Sie ist unsozial, sie ist unsolidarisch, sie verletzt Demokratie, sie ist ökologisch nicht nachhaltig, sie ist intransparent, bürokratisch. Jetzt wollen sie noch eine Armee. So, nachdem ich das sage, gibt es aber 5 Gründe, weshalb man sie unbedingt retten muss. Die alten Nationalstaaten haben ökonomisch nichts zu bestellen, sie haben politisch nichts zu bestellen. Das ist der Jugend nicht zuzumuten. Wir haben eine europäische Jugend, die meisten sprechen Englisch. Sie reisen durch die Länder, sie studieren dort, sie arbeiten dort. Wenn wir denen plötzlich sagen, wir kriegen einen alten Nationalstaat wieder mit Grenzbaum und Pass, vielleicht irgendwann Visum, die denken ja, sie verstehen die Welt nicht mehr. Außerdem hatten wir nie eine Meinung mit Frau Wagenknecht an der Stelle? Nein. Ein bisschen differenzieren wir, aber letztlich will auch sie nicht die EU kaputt machen, sondern sie will sie verändern. Okay. Aber ich sage, ich habe noch einen weiteren Grund, wissen Sie, das ist entscheidend. Es gab noch nie einen Krieg zwischen 2 Mitgliedsländern der Europäischen Union, während die ganze Geschichte Europas vorher durch diese Kriege gekennzeichnet war. Schon das ist wichtig. Dann der deutsche Sonderweg, will ich nicht weiter darauf eingehen. Am Ende der Punkt, dass wir uns erinnern, von wegen Europa, warum es diese Europäische Union überhaupt gibt. Wir kamen nämlich aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Richtig. Das ist das eine. Richtig. Und das Zweite, ich finde auch, dass so eine Politisierung auch unserer Gesellschaft wieder festzustellen ist. Wenn das ein Trump-Effekt ist, dann ist es für mich ein positiver Trump-Effekt, dass die Leute wissen, Demokratie ist was zum selber machen. Ja. Nicht zum Liken, sondern zum Wählen, zum Hingehen zum Beispiel. Es gibt sich vor allem, aber das muss man aufgreifen. Aber ganz, ist wichtig, Entschuldigung, Herr Roh, ganz wichtig, ein Trump-Effekt, ein positiver Trump-Effekt oder sogar ein positiver Populisten-Effekt ist, Demokratie ist auch Vielfalt. Vielfalt der Meinungen. Jetzt haben wir halt einen Trump, auch irritierend. Übrigens, ich kann Sie beruhigen, Herr Gysi, auch für mich irritierend, vielleicht etwas anders als für Sie. Aber ich bin als Schweizer für Vielfalt. Und wir hatten hier zu viel Meinungseinfalt in dieser Runde. Und ich plädiere für Vielfalt. Und deshalb entschuldige ich mich bei allen, die ich unterbrochen habe. Ich muss die Einfalt etwas durch Vielfalt erreichen. Ich kriege Sie leider nicht von dieser Haltung runter. Ich fand, dass diese Runde durchaus vielfältig war. Sie haben anders geredet, Herr Kornblum hat anders geredet. In manchen Teilen haben sich auch andere widersprochen. Nein, Herr Roth. Hervorragend gemacht von Ihnen. Aber ich stimme Sie, tatsächlich Sie sind die Gemengen, der Ausdruck für Vielfalt. Ja, schwierig, die Gemengelage. Also, aber Sie auch, Herr Gysi, Sie auch. Wer wird gewinnen? Das ist ja wirklich die interessante Gemengelage. Ist ja die. Also wir haben Globalisierung, Digitalisierung. Wir haben Menschen, die einfache Antworten geben. Wir haben Autokraten, die durchaus ein leuchtendes Beispiel für die sein können, die einfache Antworten auch suchen in dieser komplizierten Zeit. Wir sind umgeben von Putin, von Erdogan.
vielleicht von Marine Le Pen am Sonntag und von Donald Trump im Weißen Haus. Wenn es denn so käme, was passiert dann? Wenn dann in Frankreich auch noch jemand ja, der hat ist, Frau Maischberger, ich tue mir sehr schwer, mir das vorzustellen. Aber wenn, kann es ja nur diesen einen Effekt haben, dass unsere Gesellschaft, wir alle sagen, das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen keine Autokraten, schon gar nicht hier in Deutschland. Und es sind ja noch einige Wahlen zu wählen, auch bei uns in Deutschland. Ich kann immer nur sagen, ich glaube, davon sollten wir lernen. Die ganz einfachen Fragen, die werden die nötigen Antworten nicht bringen. Fairness, ja, sogar das Fairness, auch in Fairness, ja, auch für Frau Trump. Pen, ich muss akzeptieren, wenn andere anders ja, wählen. Wenn Frau Le Pen aber ich hoffe, dass wir es nicht Frankreich wird, brauchten wir einen Plan, den niemand hat. Das ist die eigentliche Tragik. Über den reden wir dann in der nächsten Woche. Nehmt die Wähler dieser Leute von Trump bis Le Pen ernst. Nehmt die Wähler ernst. Nehmen alle Wähler ernst. Ich glaube, alle, die hier sitzen, nehmen Wähler ernst. Vielen Dank für diese Runde. Ich bin nicht so sicher, da in dieser Runde gewesen, Frau Maischberger. Jetzt ist vorbei, Herr Köppel. Nächste Woche an dieser Stelle diskutieren wir dann vielleicht tatsächlich den Wahlausgang in Frankreich. Dann werden wir wissen, jedenfalls, wie die Wähler dort abgestimmt haben und sind in dieser Hinsicht schlauer. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie heute meine Gäste waren. Danke Ihnen fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch.